Hallo und herzlich willkommen zurück. Und heute wird groß investiert. Ich musste leider noch mal kurz selber spielen, wie man hier erkennt. Wir haben unsere hochverdiente Straße dort nicht zurückgekriegt und ich habe hier noch eine Straße hingebaut. Das Problem war einfach, der Speicherstand hat nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Aber jetzt geht's gleich los. So, wir brauchen erstmal für unseren großen Umbau, den wir jetzt vorhaben, ein bisschen Geld. Wie viel kriegt man denn? Was kriegt man denn alles? Okay. 9,2. Wieso auch immer? Also weiß ich nicht. Können wir Schulden machen? Und warum gerade 9,2? Bauen wir erstmal den Flughafen. Flughafen ist immer gut, weil sonst kommen die Leute ja nicht an. Ne? Und jetzt überlegen wir uns mal, wir haben noch 6 Millionen. Mal 2 davon bauen. Haben wir nur noch 2 Millionen, 3 Millionen in etwa. Wir bauen erstmal 2 davon. Dorthin. Hier bauen wir einen fetten Park dazwischen. Die Urlauber, die müssen erstmal überall Palmen bauen, damit hier nichts und so wie im Weg steht dann für unsere zukünftigen Pläne. So, 2 davon. Und dann würde ich nochmal 2 davon bauen. Wo bauen wir die denn hin? Einen da. Dazwischen würde auch eins passen, aber ich weiß nicht, ob das dann, ob man da lieber ein bisschen was anderes dazwischen bauen. Das kostet bestimmt zu viel, das da anzuheben. Dann bauen wir lieber hier hin. Gucken wir, ob wir vielleicht dann irgendwie noch. Ich könnte uns ja das offen lassen. Falls wir hier dann noch irgendwie ein Bananorama-Hotel, ein Bananenhotel hinbauen wollen. Oder nicht. Auf jeden Fall bauen wir dort einen dicken Park hin. Wie lange dauert der zu bauen? Bestimmt nicht so lange. 5 Wochen. Also bitte. Und was haben wir denn noch? Wir haben jetzt hier 150 Musikladen. Bauen wir erstmal über eine Straße rein. Da bauen wir Fackeln. Hier die Straße hinbauen. Und das wird man frei halten. Also können wir auch hier eine Straße bauen. Jetzt müssen wir hier rüber noch eine Straße bauen. Dann machen wir das mal so. So, jetzt ist das Hotel schon fertig. Ja, vielleicht fast 18 Tage. Das Hotel 12 Tage. Dann sind wir mal gespannt, was dann passiert. Hier geht es gerade nicht so gut. Liegt vielleicht daran, dass hier komplett ausgelastet ist. Na, fast. Die müssten natürlich noch weg. Aber die wollen dort nicht weg. Einkaufsanlagen, ein Supermarkt für 600 Urlauber. Den bauen wir auch mal. 3 Monate lang braucht er. Und dann bauen wir nochmal einen Warteburger. Der braucht auch 3 Monate. Also wenn hier mal eine 90 steht in etwa. Für den, da können wir die beiden Sachen nochmal bauen. Der ist 0 ausgelastet. Der ist natürlich auch erstmal 0 ausgelastet. Der steht erstmal. Ach, 48 Sterne. Ich habe gerade gesagt, 30 Sterne steht dort. Okay.
So, jetzt gucken wir nochmal. Ist gut, dass die gleichzeitig fertig sind, aber das haben wir ja so geplant. Einfach. Die brauchen noch ein bisschen. Oh, das ist ja nicht schlecht. Und das, obwohl die alle nur über die Flughäfen kommen? Das ist komisch. Das ist komisch. Nein, jetzt hat er auch ein bisschen was. Natürlich noch nicht ausgelastet. Wie soll es auch eine Straße können wir bauen? Eine Straße. Super. Na super. Inselinfo, Urlauber 7718. So, mal schauen, wie wir hier weiter verfügen können. Sind die gestiegen? Hat nicht schon immer 75 Sterne? Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich mir ein Video angucken von mir? Das kann ich ja auch nicht machen. Ich kann ja nicht meine eigenen Videos angucken. Und hier diese 75 Sterne, da könnte man noch luxuriösere Sachen als die Cocktailbar bauen. Die ist jetzt natürlich ausgelastet, weil hier total viele davon auch hingehen. 48 Sterne, 51, das passt ja relativ gut. Die brauchen alle noch ein bisschen was. Hey, weg da, Urlauber. Denn da rein 900 Punk kommen wir in den Big Store. Das wären mehr als jetzt gerade auf der Insel sind. Wir bauen erstmal einen Supermarkt. Vielleicht bauen wir mit dem nächsten Schwung einfach einen Big Store. Jetzt haben wir den Laden, die sind ausgelastet. Die Frage ist, kommt dann überhaupt noch irgendwas, was ein bisschen. Also niedrigklassiger ist. Bungalows haben schon 30 Sterne. 34, 34, 30. So von wegen, müssen wir dann überhaupt noch so ein kleines Zeug bauen oder wollen wir das? Oder vielleicht will ich das ja, aber das bringt natürlich auch nicht viel Geld. Deswegen will ich das ja eigentlich auch nicht. Ich könnte noch optimieren, aber wir lassen das mal. 154, 147. Ja. Pocht, können wir schon mal ein bisschen was bauen, weil da haben wir nicht so große Auslastungskapazität. Ein Wellenbad sollten wir bauen. Das bauen wir doch noch mal in die alte Regierung, Region. Hier bauen wir ein Wellenbad hin. Und dann können wir noch mal. Ja, das bringt halt alles. Die beiden bringen ein bisschen was. Da kommt dann später, glaube ich, noch was anderes. Tennisplätze, die bringen auch noch ein bisschen was. Aber die Betonung liegt auf ein bisschen. Ne, noch zwei Tennisplätze. Dann haben wir wieder für 300 Leute eingeplant. Und das ist ja im Moment eigentlich ganz neu. So. Vorher nicht 90 steht, bei dem braucht man nicht anfangen, die zu bauen. 3-monatigen. Die sind ganz zufrieden. Zeig mal her, das Zeugnis. Ja, wir haben trotzdem noch fast 1 Million plus gemacht. Gucken wir uns am Ende nochmal an, wenn die auch fertig sind, die Häuschen. Ob, wie das sich hier alles auswirkt. Können wir vielleicht sogar jetzt schon bauen, weil wir haben doch fast 700 Urlauber und hier passen 100, 450. Ja, dann ist das in Ordnung. Ja, können wir den schon mal bauen? Dann ist der vielleicht schon ein bisschen, weiß ich nicht, macht die Insel schöner. Hoch. Weggerutscht. Geld in die Hand genommen hier. 96 Tage, so, dann fangen wir nochmal an. Attraktionen bauen wir auch gleich. Das wird das dünne Abschluss, den Supermarkt. Den bauen wir mal hier hin. Dann hätte ich gerne noch einen Jeep-Verleih. Oh, stimmt. Holiday Island. Ein neuer, größerer und modernerer Flughafen kann ab sofort gebaut werden. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht.
Supermarkt hat man gebaut, jetzt kommt noch der Waterburger. Ich weiß nicht. Können wir mal kurz beim anderen gucken, was die so für Sternchen haben. Der hat 34. Da könnten wir vielleicht sogar den anderen bauen. Aber den gibt es hier nicht, ne? Nee, die bauen den einfach nicht. Ich weiß nicht, wie viele Sterne. Wir können es mal probieren. Mal probieren. Da vielleicht. Hier können wir mal die Jumbos bauen. Die hat halt 70 Sternchen. Casino. Wir probieren es einfach mal. Wir riskieren das mal. Und zwar bauen wir mal den Ballermann. 5. Kurz mal gucken, wie viel passen da rein? 150? Hier 200. Gucken wir mal, was passiert. Den bauen wir mal. Hier gibt's Essen. Den wollen wir auch noch bauen. Da kommt sowieso noch was hin. Ist aber nicht gut ausgebaut hier. Ah, wo bauen wir jetzt die Osterinseln hin? Könnte man was dreispuriges hinbauen, aber. Bauen wir hier die Osterinseln hin und hier nochmal einen Park. Und gucken wir uns das erstmal an. Könnte man hier mal eine Shampoos-Bar hinbauen und gucken. Wenn die hier so in etwa alle dahin gehen, ob das dann in etwa passen könnte. Das müssen wir uns mal angucken. Ich glaube, bald ist es ja alles fertig. Ja, alles ist gut. Sehe ich da schon wieder, dass hier die Palmen weg sind? Das ist gefährlich, weil dann sind die ganzen Urlauber. Ich würde da gerne noch eine Palme hinbauen. Palme, Palme, Palme. Da noch. Super. So, der ist gut ausgelastet. Ja, da kommen auch schon ein paar. Nicht so viele. Bestimmt die auch wieder schlecht ausgelastet. Ja, die Attraktionen, die teilen sich das auf. Ich glaube, da haben wir auch keine Sterne. Aber wir haben hier bald ein paar neue Hotelchen. Dann gucken wir mal, wie sich das hier so entwickelt. Theater, Casino, das können wir dann auch alles mal angucken, aber erstmal nicht. Die kostet halt schon 26. Das ist wie der Bannermann, der kostet nur 20.000. Also wenn der sich nicht gut macht, dann kommt er sofort wieder weg. Weg. So, gucken wir noch mal hier, was die sternemäßig so geben. Hat die 26 und der hat 27. Das ist doch fast das gleiche. Der kostet aber auch ein bisschen weniger. Machen wir das auch mal. Der hat 20. Das ist eine Frechheit. Der hat nur 30. Ist auch eine Frechheit. Warum denn das? Müssen wir mal schauen, wie sich das hier so entwickelt. Qualitätsmäßig passt das doch eigentlich ganz gut da. Die sind schon ein bisschen besser ausgelastet. Okay. Die auch. Da müssen wir mal schauen. Die sind auch wieder ein bisschen voller. Was ist denn hier los? Komplett voll hier. 45. Ich stehe aber hin.
Ah, jetzt haben wir auch 42, 45, 26, 27. Na super. So habe ich mir das doch vorgestellt. Der ist noch nicht so zufrieden, der ist schon ein bisschen zufriedener. Können wir mal gucken, wie die Auslastung hier ist. Die sind komplett ausgelastet. Okay. Also sind. Oh, die sind auch komplett ausgelastet. Inselinfo, 20%. 1235 Urlaub haben wir jetzt. 26, 27, 42, 45, 45. Das war jetzt einmal zu viel gewollt. Da kommen 70 Sterne, Leute. Also da brauchen wir keine Shampoo-Spa bauen. Dann müssen wir hier noch mal ein bisschen investieren. Aber die muss natürlich dann auch gut sein, die Luxusvilla. Vielleicht klappt es ja, wenn wir die hier vorne hinbauen. Die haben nur 52, die geht da nicht hin. Die gehen da schon eher hin. Also das hier wird kritisch. Kritisch, kritisch. So ein schöner Krit-Tisch. Aber dann können wir jetzt mal noch den Waterburger bauen, würde ich sagen. Immer diese Urlaube, die da im Weg sind. Cocktailbar ist auch voll. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Attraktion. Also wie viel haben wir denn? Wie viel Urlauber? 1200 sozusagen. Und wie viele Strandkörbe haben wir? Übersicht, Attraktion. 2, 3, 4, 5, 6. Und Osterinsel auch. Das heißt, wir haben 1200. Das passt sozusagen. Genau, da brauchen wir jetzt erstmal noch nichts bauen. Okay, der Supermarkt ist auch gut frequentiert, das passt auch. Können wir mal ein bisschen günstiger. Das auch. Das auch. Zwar ein bisschen teurer. Das können 100 Urlaub passen. Nein, 75 Urlaub. Das ist doch Wahnsinn! So, jetzt bauen wir mal hier auf einem etwas abgelegenen Stück. Unsere Versorgungszentrale auf. Mit den drei Sachen. Berg geht das nicht mal so wirklich. Ich könnte fast sagen, die Insel ist zu klein. Haha. Da, komm. Jetzt gucken wir Kraftwerk, Kläranlage und Müllkippe. Jetzt hier unsere %. Was passiert denn, wenn wir jetzt da? Das ist ja nicht nur das, aber 52. Probieren das mal aus. Wenn wir jetzt da direkt den Park daneben klatschen. Warum jetzt da?
Sternenzahl runtergegangen ist wegen der Baustelle? Oder weil in der Nähe ein anderes Restaurant ist? Mal gucken, wenn die Baustelle wieder weg ist. Ob sich das dann wieder erholt. Bauen wir hier noch ein Schiebverleih hin. Ja, anscheinend. Baustelle im Weg ist natürlich nicht so luxuriös. Die Osterinseln erfreuen sich hohen Beliebtheit. Ich bin mal gespannt, wenn das hier alles wieder funktioniert. Unsere Qualität ist immer noch bei 20%. Wieder ein bisschen Kredit tilgen. Den Blick da nach vorne verloren. Ja, erstmal gucken. Erstmal wieder regenerieren. Der Wartebürger ist direkt ausgelastet. Da geht direkt keiner hin. Von 52, jetzt haben wir 53. Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn. Keiner will auf die Müllkippe. Mensch, keiner geht auf die Müllkippe. Oh, die sind ausgebucht. Ja, da müssen die teurer werden. Ausgebucht, teurer werden. Jeeps, das ist echt der Wahnsinn. Die funktionieren so wirklich. Wartburger. Ich mach das mal ein bisschen teurer. Was haben wir denn da? Essen. Wir haben den Wartburger, den Ballermann, der macht 102 Minus. Na super. Pass auf. Was ist das denn? Nicht? Na dann. Oh, ich sehe schon, wir sind schon über der Zeit drüber. Dann erstmal danke für das schöne Zuschauen bei diesem doch schon recht erfolgreichen Projekt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.